Freiburg, bin jetzt 54 Jahre alt, gut seit 30 Jahren bin ich im Motorsport tätig und haben uns für den Audi dieses Jahr entschieden, den aufzubauen und komme aus dem Bereich der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring. Langstreckenrennen, 4 bis 6 Stunden Rennen, das ist so unser Haupthobby, unser Gebiet, wo wir uns eigentlich immer so tummeln. Ja, so angefangen habe ich tatsächlich mit Motorsport so in NRW, seit ich, glaube ich, 20 bin. Das hat mich damals schon interessiert. Habe immer im Grunde genommen mich mit dem Thema Auto beschäftigt, obwohl ich es nie gelernt habe. Ich bin von Hause aus Elektriker. Gerne mit Freunden, mit dem Umfeld so, das dann gemeinsam erstmal angeschaut und dann auch immer hingefahren. Dann mal den Drang selber, ein Auto aufzubauen bzw. zu verändern. So in den Motorsport so reingerutscht, über das Zuschauen da erstmal. Kart fahren und so aus dieser Richtung kommt das mal. Unsere schönsten Erfolge waren eigentlich immer am Nürburgring, wenn so die Rennen waren, die am schwierigsten zu fahren waren. Es gibt so einmal im Jahr ein 6-Stunden-Rennen. Das konnten wir zweimal hintereinander gewinnen, weil wir halt auch keine Fehler gemacht haben und uns da so positioniert haben, dass alles gut ging. Und das hat uns am meisten Spaß gemacht. Also viele Einzelsiege, aber keine Meisterschaften. Also der 80er ist es geworden, weil wir schon seit 2007 den Corrado einsetzen. Seitdem sind wir da immer mit aktiv. Und irgendwo wissen wir jetzt auch so, wie das ganze Auto funktioniert und was so zu tun ist, haben wir es immer weiterentwickelt. Wir sind jetzt an der Position angelangt, wo wir sagen, so viel tut sich da nichts mehr. Und ich habe immer so davon geträumt, ein technisch besseres Fahrzeug für die Regenrennen zu fahren. Und da kam dann natürlich der Allradantrieb und da kam die Super Tourenwagenzeit von Audi. Ich mag die Modellserie so, die Fahrzeuge der 90er Jahre. Stimmig passt es so ein bisschen zum Corrado. Anderes Antriebskonzept und dann halt auch die Story der Super Tourenwagen immer interessiert. Und da kam dann so der Gedanke her, so ein Auto mal aufbauen zu wollen. Stolz darauf, das in so einer Teamleistung zu schaffen. Wir haben immer viele Partner, auch über die ganzen Jahre, die wir so haben, sind uns viele sehr, sehr langjährige, die mit uns das gemeinsam gestalten. Dann haben wir im Team einen Karosseriebaumeister, der früher bei Hülpert war, also der ist, Entschuldigung, der ist im VW-Zentrum war, jetzt ist er bei Porsche in Dortmund bei Hülpert, ist ja noch die gleiche Gruppe, mit dem wir sehr, sehr eng gearbeitet haben, was können wir denn karosserietechnisch verändern, was jetzt nicht so offensichtlich ist, aber uns einen Vorteil im Wettbewerb bringt. Also sprich Achsgeometrie. Wo schraubt man das Fahrwerk an? Das hat ja großen Einfluss darauf, wie so ein Auto fährt. Wie es einlenkt, wie es aus der Kurve rauskommt. Geradeaus fahren ist immer sehr leicht. Aber so die zwischen den Geraden muss ja irgendwie schnell auch reinkommen. Stolz sind wir auf kleine Details, wo wir sehr lange dran gefeilt haben, die auch optisch dann gut aussehen. Zum Beispiel die Audi-Ringe im Kofferraum. Das hatten die Originalwerksautos und nur die, weil man muss die Rückbank vom Kofferraum trennen, weil da der Tank drin sitzt. Und da muss immer eine Blechwand drin sein. Viele Teams begnügen sich damit, eine Blechwand einzubauen und die ist halt einfach nur glatt. Das Werksauto hatte die Audi-Ringe drin. Viele haben gesagt, ja, das kann man nicht nachbauen, man hat ja das Werkzeug dafür nicht. Und das ist uns halt auch gelungen und das sind so schöne Details, die auch auf der Messe hier wertgeschätzt werden. Also wir haben ein sehr umfangreiches Team und jeder zu seinem Spezialgebiet. Im Grunde genommen müsste man viele erwähnen. Wir haben den Hendrik Kleine, halt Mitarbeiter bei Hülpert, der sich sehr stark eingebracht hat, weil die Karosseriearbeiten macht man halt bestenfalls nur einmal. Wenn der Lack erst drauf ist, dann ist es halt dann auch bestenfalls zu Ende. Wir haben den Klaus Trant, der eigentlich so mit aus der Kernzelle heraus, wie man eigentlich zu Hülpert mal gekommen ist, fast schon ein bisschen rausgewachsen ist. Der macht allgemein Fahrzeugmechanik, aber speziell die Elektrik. Der Kabelbaum für das Auto ist komplett eigenständig aufgebaut, inklusive der Motorsteuerung. Das ist ein frei programmierbares Motorsteuergerät. Und das heißt, dass auch jedes Detail in der Motorelektronik auch in irgendeiner Weise verkabelt sein muss. Das machen wir alles in Eigenregie, das kaufen wir nicht zu.
um wirklich sicher zu sein, bestmögliche Leistung der Elektronik zu erreichen, dass nicht irgendwo doch mal Kabel abfällt oder solche Dinge. Weil wenn das passiert und wir haben es nicht selbst gemacht, ärgert man sich, dass man vielleicht auch was gekauft hat, wenn man glaubt, es besser machen zu können. Und so setzt sich das Team inklusive der Freundinnen oder der Ehefrauen dann so zusammen, die im Hintergrund dann immer dann auch noch fürs leibliche Wohl sorgen. Organisation im Hintergrund, also alles sehr umfangreich. Der Klaus Trant und der Frank Reuter. Der Frank Reuter ist bei euch schon sehr lange im Bereich Lager tätig, waren Arbeitskollegen. Und als der Frank Reuter zu euch gewechselt ist, wurde er ja auch in der Funktion Lagerleitung dann in Dortmund am VW-Zentrum. Dort über mehrere Jahre und hat dann auch gesagt, Jürgen, wir würden gerne eigentlich mit euch zusammenarbeiten. Wie sieht es denn aus, wenn ihr Teile braucht? Wir würden euch da in der Form unterstützen, dass wir einen Werkstattrabatt geben. Seitdem habe ich jedes Teil, was ich von VW, Audi brauchte, natürlich dann in Dortmund auch gekauft. Manchmal bringt er es mir auch nach Hause am Heimweg, weil er mal vorbeigucken will, was wir da so bauen. Also immer schon sehr charmant. Ich glaube, seit 2010, 2011 sind wir mit euch verbandelt. Und dann kam halt das Jahr September 2017, wo wir den schweren Unfall mit dem Corrado hatten. Und da wurde dann schon klar, es muss ein neues Auto aufgebaut werden. Und da kam Hülpert dann offiziell auf uns zu und sagte, wir würden das gerne unterstützen. Wenn ihr das Auto gebaut habt, dann würden wir uns darum kümmern, dass das vernünftig lackiert wird. Und so nahm das Ganze dann so seinen Anlauf, dass man ein offizieller Partner wurde, also ein Botschafter eures Hauses, wenn man so will. Ich sage ganz bewusst nicht Sponsoren, sondern es ist immer Partner für uns, in welcher Form auch immer. Es hilft uns, unseren Sport zu betreiben. Meistens mit angenehmen Leuten. Ja, das Auto haben wir dann 2018 im Mai bei euch dann vorgestellt, hinten im Verkaufsraum. Auch Medien eingeladen, so alle Partner dann mal so eine kleine Vorstellung dann gegeben. War also ein sehr schönes Event. Und dann sind wir erstmal in dem Jahr ganz normal mit dem Corrado gefahren. Und so zum Ende der Saison kam dann so der Gedanke, wir bauen noch ein weiteres Fahrzeug. Und haben dann so mit euren Entscheidern mal so überlegt, was kann man denn so tun? Und dann kam der Gedanke, ja, Audi 80 Quattro passt eigentlich so bei uns Portfolio. Und haben dann gesagt, wir machen ein auszubildendes Projekt. Und da es natürlich ein Vorzeigefahrzeug auch ist, was man auf Messen immer präsentiert, kam dann der Gedanke, welche Auszubildende machen das denn so? Und dann gab es damals bei euch einen, der Phil, der sich immer sehr mutig lackiert hat, auch mit Klarlack. Und was hier auch sehr stark bewundert wird, das Auto ist nicht geschliffen oder so, sondern ist tatsächlich so sehr, sehr glatt lackiert und alles so aus einem Guss. Und Silber ist auch nicht gerade leicht, das zu machen. Und da hat er eine sehr schöne handwerkliche Arbeit geliefert. Und dann kam leider Corona und man wusste nicht, wohin es weiter so geht. Und dann ist alles ein bisschen eingeschlafen. Aber jetzt starten wir halt im nächsten Jahr in einer Tourenwagenrennserie für alte DTM-Autos, so aus den 80er, 90er und 2000er Jahren. Und da gibt es halt auch die super Tourenwagen und da werden wir jetzt nächstes Jahr mitfahren in einer Gruppe. Das wird eine ganz aufregende Geschichte, weil es ist europaweit auf verschiedenen Rennstrecken. Also es ist mit Sicherheit der Polo und der Golf R. Darauf aufbauen, wenn es professioneller mal werden kann oder soll, sind ja die sogenannten TCR-Autos, die schon wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt sind zum Thema Rennwagen, die nicht nur das Optische hergeben, sondern auch leistungstechnisch. Und die VW und Audi-Fangemeinde, sehr groß tendenziell, hat sich dann bestimmt ein dankbares Feld. Und das sind auch Fahrzeuge, wo ich mir das gut vorstellen kann. Schön, dass du es ansprichst, weil das wäre jetzt das nächste gewesen, wo ich fast drauf kommen wollte. Es wird auch gerade am Nürburgring die Möglichkeit geschaffen, mit Elektroautos in so einem Feld mitzufahren, in einer eigenen Wertung. Und da beginnt dann für mich wieder das, was Motorsport immer ausgemacht hat, eine Transferleistung herzustellen in die Serie, in die Weiterentwicklung. Wie könnten da zum Beispiel Techniken weiterentwickelt werden, die übers Bremsen rekuperieren, dass das schneller, einfacher geht. Vielleicht gibt es noch weitere Dinge, Energiespeicher, für verschiedene Dinge, die dann mit in die Antriebsleistung wieder eingreifen können. Wie harmoniert das auf der elektronischen Seite mit den Steuerungen? Weites Feld, auf alle Fälle seine Berechtigung. Und auch, man kann nicht nur an dem Verbrenner festhalten, V8, ohne Auspuff und in den gestrigen Zeiten halt immer so schweben, für das Thema öffnen. Weil ich will gerade, hier haben wir deutlich gemerkt, ist ein sehr junges Publikum hier unterwegs die letzten zwei Tage. Und das muss auch irgendwie möglich sein, denen auch eine Basis zu schaffen, in den Motorsport einzusteigen, ohne angreifbar zu sein. Weil in ihrem Umfeld auch vielleicht der eine oder andere ist, der sagt, wie, verbrennst fossile Energien. Muss das denn sein? Muss nicht sein. Gibt auch anderes. Dass wir tatsächlich jetzt mal schauen, andere Rennstrecken, andere Herausforderungen, dann in einem Umfeld fahren zu dürfen, wo auch die
DTM-Fahrer von früher wie Hans-Joachim Stuck im Audi in dem gleichen Teilnehmerfeld wie wir dann unterwegs sein werden, wenn man in die Startaufstellung fährt und guckt so dann zur Seite. Och, Hans-Joachim Stuck in dem schönen silber-roten V8. Oh, fahren wir bitte nicht ins Heck, wenn du mich siehst. Da muss man schon einen gewissen Maßstab anlegen, um zu sagen, ja, das ist auch vertretbar, dass so ein Auto auch fährt. Man kann nicht einfach irgendwie was zusammenschustern und ein paar Aufkleber drauf machen und sagen, das ist mal ein super Tourenwagen von früher. Das Auto hat viel Lob bekommen für die technischen Details, für die Optik, für die Ausfertigung jeglicher handwerklicher Arbeit hier dran, auch natürlich Lackierung und so. Sagten, das ist schon schön zu sehen, dass man sich auch Mühe geben kann bei so einem Rennauto. Hinter so einem Engagement stecken ja immer oft Ideen, wo Mitarbeiter von euch zum Beispiel in dem Falle dann gesagt haben, da können wir vielleicht unterstützen. Da würde ich gerne mal den Frank Reuter und den Michael Fietze herausstellen, die dann nach dem Unfall 2017 gesagt haben, Moment mal, wir haben doch da einen Rennfahrer, da kooperieren wir doch in irgendeiner Form schon mit, dass wir da mit Rabatt unsere Originalteile hinverkaufen können. Da können wir unterstützen. Und gerade so diese Gedanken aus diesen Ideen, die jetzt schon gewachsen ist oder vielleicht auch noch wachsen kann, da möchte ich eigentlich auch mal in so eine Richtung Danke sagen. Das ist auch ein renommierter Partner. Musik